Willkommen zurück. Ich habe hier dabei übernachtet, bis wir beim nächsten Auftrag mal richtig loslegen. Wir haben heute schon alles vorbereitet. Alle Maschinen sind schon da. Und das erste ist, was wir tätigen, ich würde sagen, das Loch hier einfach zuschütten, egal was da drin steht. Einfach zumachen. Haben wir nichts gesehen. Genau, egal was da drin steht, genau. Genau, um was handelt es sich denn hier? Um ein Denkmal. Natürlich wieder auf Schwierigkeitsgrad hoch. Und dann starten wir das Ganze. Das erste natürlich, schön zur Besprechung gehen. Denn der steht schon wieder hier. Oh, ja, was ist denn jetzt hier passiert? So, ist aber ganz schön schnell passiert. Da werden wir einiges zu tun haben. Ziemlich zügig. Ziemlich zügig, genau. Du erscheinst gerade zum rechten Zeitpunkt. Während laufender Bauarbeiten wurde hier mittelalterliches Rüstzeug entdeckt. Nach einer kurzen Begutachtung bemerkte ich ein paar Übereinstimmungen mit unseren Klosterfunden und konnte es kaum glauben. Es handelt sich um das Schwert des Ritters am Kloster. Das ist, Aufgrund der Insignien die Sequenz? Ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Das hier? Er muss im Schutze der Nacht so, Museumsdirektor. Das Burgfräulein aus dem Kloster hergebracht haben. Und dann ist er vermutlich bei dem Versuch, sie vor Angreifern zu verteidigen, in Bedrängnis geraten. Da die Restaurierungsarbeiten in der Zwischenzeit abgeschlossen wurden, werden wir die beim Kloster gefundene Ritterstatue hier wieder aufstellen. An dem Ort, an dem seine Spuren enden. Schließlich ist er Teil der Stadtgeschichte. Auch wenn unklar bleibt, was hier wirklich passiert ist. Ach, du siehst die Sequenzen gar nicht? Doch, ich muss sie extra annehmen. Ach so. Mach ich aber nicht immer. Wir müssen wieder Fundstücke sichern. Ach, du Jemine. Ich hab da ein Problem. Schon wieder. Du hängst jetzt nie im Fahrzeug fest. Das sehe ich doch nicht, ist doch nicht mehr. Abkuppeln. Und warum musst du das abkuppeln? Nee, wir brauchen noch den Kran. Achso. Ich weiß nur noch nicht, was wir genau sichern müssen. Oder müssen wir die plus einpacken? Gucke mal. Ah, die kann ich wieder einpacken. Ja. Ah, heute darf er mal. Ja, heute darf ich mal. Der kniet sich richtig auch in die Arbeit heute. Kanalbauten, 3 Meter. Haben wir das schon irgendwo hier? Ach, nee, wahrscheinlich das hier. Das hier musst du wahrscheinlich, Und okay. Ich LOL, was ist denn hier los? Wie ein Flieger bin so stark wie ein Tiger. Ach, wir gehen in den Abgrund. Groß wie eine Giraffe, so oh nein. Geht's klar weiter. Und ich spring immer wieder. Ja. Ist denn unsere Ladung noch drauf? Ich bin jetzt auf der anderen Flussseite, kann das sein? Ja. Da bezahlst du extra 88 Münzen, um da drüben zu spawnen. Jetzt. Tatsache, du hast wieder vollkommen recht gehabt. Ich hab nichts gesagt. Was? Ich hab nichts gesagt. Doch, du hast gesagt, dass wir das hier anheben können. Ach, hast du gesagt? Ja. Naja. Ja, aber sonst liegt das ja nicht rum da, also. Ja, hast recht, ausnahmsweise wieder mal. Gut, und dann müssen wir das da überfahren. Vorsicht, hier sind schwere Tätigkeiten. Achtung, sonst ist der Kopf weg. Was soll ich denn da steuern? Ja, mit der Maus kannst du doch da jetzt, weil, dann muss ich jedes Mal die Maus anfassen. Ja. Lass doch angucken, vielleicht geht's auch per Gedanken. Gibt dir da echt mal Gedanken, ne? Ma'am, machen Sie bitte Platz hier. Wir haben einen neuen Mitarbeiter.
Ich weiß nicht, ob er heute nüchtern ist. Jetzt. Wenn ich hier nur einen falschen Zug mache, ist meine Karre weg. Nein. Ich guck gerade links, was ist da? Dreh mich um. Seh den. Was haben wir denn hier noch oben stehen haben? Die Walz haben wir noch hier oben, wa? Ja. Das sieht gut aus für mich gerade. Die Walze steht aber auf dem Trailer, ja? Ja, nee, bei mir nicht mehr. Lol. Kies liefern und verteilen. Willst du abschütten, willst du dann verteilen? Ich kann. Ja, ach, aha. Er will heute wirklich nicht die Planierraube bewegen. Nee. Die wäre überhaupt keinen Meter mehr als die Planierraube. Wie, nie wieder? Also das... Nie wieder, ne. Es ist schon kein Baggern mehr, kein Planieren mehr. Was kommt denn da noch dazu? Pause machen oder Pause machen? Pause machen. Fahr sparsam. Kipp sparsam ab. Okay. Hier rieselt irgendwas, oder? Hast du jetzt echt den Kies verschüttet? Der hätte es nicht den Kies auf die Straße gekippt. Fahren da war auch nicht mehr. Fahren da ist schon wieder alkoholisiert am Steuer, würde ich sagen. Bist du jetzt echt wieder zurück, ja? Ich weiß es nicht. Hat er echt 11.000 Moneten in den Sand gesetzt? Oh nee. Die Ampel stand im Weg. Oh, der macht mich noch arm, ey. Nimmst du mich mit? Der nimmt mich nicht mit. Der fährt eiskalt am Chef vorbei. Meinst du nicht? Ja, ich hab gerade mit dir gesprochen. Ah. Also, du bist ja irgendein Autofahrer, der Digga. Mich kann da ja kein anderer mitnehmen, außer du.
Aber du willst ja Uni. Lass meinen Chef lieber laufen, ne? Mit lass dem Porsche, den du hast. Lass mal den Ullen laufen. Ich bin gerade in der Felswand versunken. Aber wir sind stur. Wir haben es geschafft. Schnell weg hier. Kies verdichten. Maschine habe ich schon irgendwo hingestellt. Maschine hast du schon irgendwo hingestellt? Ne, warte mal, hä? Ja, ich sehe die Maschine. Wo? Kann ich dir ein Video von machen? Ich hab die doch hier vorne abgestellt, hallo? Ja, ich sehe die Maschine und zwar fliegt die gerade irgendwo hier hinten. Das ist jetzt nicht wahr, ey. Ja, doch, fliegt hier hinten rum. Es hat zugenommen, dass die Fahrzeuge fliegen. Ja. Ich habe aber keine Flugmaschine bestellt. Jo. Bist du eingestiegen? Ja. Gut. Ah, guck, ich weiß nicht, wo die ist. Okay, die Raupe macht sich auch gerade in Richtung Himmel wieder auf. Die Raupe? Nö. Doch, doch. Bei mir zumindest, ja. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, ich hab's ja gesichert. Vorsichtshalber. Mach doch mal Licht an, damit du was siehst. Abgefallen. Das Licht ist noch dran, das sehe ich von hier. Nein, ist abgefallen. Ach, er will wieder nur ein neues Schnickschnack haben. Wir müssen sparen. Da haben wir es wieder. Wir müssen sparen. Kippt aber die halbe Kiesladung auf die Straße. Oder die komplette, eher gesagt. Wir müssen sparen. Ja? Ja. Ich hab schon eine Vorgabe, ja. Für den nächsten Auftrag. Moment, wir müssen sparen. Damit du was verkippen kannst, verstehst du? Das, so langsam habe ich das Gefühl, dass mit du nur das Zeug auf die Straße schüttest. Nee. Das ist wieder voll fast die Karre. Ja, das will ich ja nicht so tief ausheben. Ui. Ziehen keine Bäume rein und ich. Nein. Wolkenkratzer. Ja. Es wird ein Mammutbaum. Der braucht ein bisschen mehr. Hast du jetzt wieder die Erde ausgekippt? Nein, habe ich nicht. Ich bin an der Brücke vorbeigefahren. An der Brücke vorbeigefahren? Ja, eine Kreuzung, wo ich rüberfahren muss. Aber Brücke war ja erst Kilometer ja. Festgestellt. Da kommst du ja aber gar nicht hoch, Meister. Wir müssen sparen, ja. Sprit vergeudet auch schon. Schweig am Licht. Ja, am Verschleiß, ja. Ich fass es nicht. Wie kann man denn so träumen? Kilometer. Aber wir könnten uns... Das ist eine eigene Tankstelle auf dem Hof. Das macht sogar auch günstiger, denke ich mal. 10%. Und Werkstatt macht sogar 20% günstiger. 200.000 haben wir. Die 10 und 20%, die gebe ich dann... Die gibst du dann wieder... Die gibst du wieder aus. Ja. Das ist mir dann schon bewusst. Kannst du dann noch mehr Beton auf die Straße kippen vielleicht? Oh Mann. Das auch, ja? Ich weiß nicht. Ich glaub's ja nicht. Weil da musst du ja schon effektiv den Hahn aufmachen.
Noch mehr Strafzettel kann ich dann auch noch kassieren, ist ja immer natürlich. Noch mehr Strafzettel? Ja. Puh. Also mit dir kann man nie lukrativ arbeiten. Nee. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht, ja. Aber wer will schon lukrativ arbeiten? Keiner will lukrativ arbeiten. Also ich würde das schon gerne. Was man will, was man macht, ist dann ganz andere Sachen. Ja, mit dir kann man das nicht schaffen. Das ist eindeutig. Gucken. Wissen wir, wer den Trailer so weit weggeparkt hat? Ich war das gar nicht. Du hast den da abgehangen. Hör auf. Ich hab ihn da geparkt und du hast ihn abgehangen. Der Parker ist immer schuld. Nee. Doch. Nee. Seh ich so. Nein, jetzt habe ich den Baum umgekippt. Baum umgekippt? Wie hast du denn das gemacht? Der war noch nie eingepflanzt. Ah! Der nächsten! Kannst du ihn mal wieder aufstellen? Finger weg. So sind sie weg. Ah, die könntest du tatsächlich mal wieder aufstellen, das ist einfacher. Du hast auch einen umgeschmissen hier. Ja. Was ist denn das? Das ist einfacher. Wenn du umschmeißt, ist einfacher. Ja klar. Könnte jetzt nicht sein, oder? Kannst du ihn hier aufladen? Nur eine. Wieso kannst du nur eine aufladen? Ach, die werden direkt schon repariert, wenn die auf dem LKW sitzen anscheinend. Nein! Was hat er denn jetzt gemacht? Nein! Doch. Wo sind die jetzt hin? Oh nee! Die sind am Boden versunken, weg war sie. Ja, am Ende ist er jetzt schon da. Auf der Baustelle. Jetzt guck mal nach, ob die schon da ist. Ich bin gerade nicht da. Ja, die Parken hast du gerade gesagt. Ja, guck, wir sind noch gar nicht fertig mit den Baumaßnahmen. Achso. Mann. Da denkt er schon wieder um ans Zusammenpacken. Die hohe Kunst müssen wir jetzt auspacken. Oder wollen wir dich hier draufsetzen? Oh ja. Obwohl, ne, das wird keiner sehen, logisch. raus aus der Baustelle. Huch. Haben wir wunderbar gemacht, würde ich behaupten. Sagt das Lei. Dies ist ein wunderschöner Ort der Erinnerung geworden. Es freut mich, dass die Menschen so mehr über die Vergangenheit ihrer Stadt erfahren können. Wir wissen zwar immer noch nicht, wie es sich genau zugetragen hat, aber die Ritterstatue hat nun endlich ihren Platz gefunden. So kann die Geschichte des Ritters von vielen Leuten aufs Neue entdeckt werden. Und vielleicht führt sie das hier sogar bis in unser Museum. Man weiß es nicht. Ach. Haben wir das nicht toll gemacht? Schöne Hecke ringsrum. Wie du weißt, die Laternen haben wir auch platziert. Ja, haben wir die da platziert? Na klar. Gesehen. Die haben nicht mal Kabel platziert hier. Wir haben sogar. Na, hast du nie gemerkt? Nö. Hast du das heimlich gemacht, oder was, ein Kabel? Ja, ja. Bänke haben wir hier rangekarrt. Die Bäume sind mir auch neu, aber. Aber ja. Dann soll es dies gewesen sein mit dieser wundervollen Statue. Bis zum nächsten Auftrag. Jo, bis dann.